Wir sind hier im Neubau des Historischen Archivs der Stadt Köln und des Rheinischen Bildarchivs. Dieser Neubau ist von Felix Wächter und seinem Team ja nach unseren Vorgaben errichtet worden. Die Vorgaben sind zum einen, dass wir ein BürgerInnenarchiv sind. Das bedeutet, dass jeder und jede, die Fragen an die Stadtgeschichte hat, hier in das Haus kommen kann und dann Unterlagen vorgelegt bekommt, die Antworten auf diese Fragen anbieten und liefern. Das heißt Transparenz, Offenheit, ein einladendes Entree ist etwas in den Anforderungen stand, möglichst keine Barrieren aufbauen, um ins Haus zu kommen und immer einen Bezug auf das zu bieten, worum es eigentlich geht, nämlich die Bestände des Archivs. Die Bestände befinden sich in dem Magazintrakt im Inneren, dem sogenannten Schatzhaus. Und das Schatzhaus sieht man eben, wenn man den öffentlichen Bereich vorne betritt, gleich als erstes. Also bevor man in die Ausstellung geht oder in den Lesesaal geht, sieht man gleich, um was es geht, nämlich die Bestände, die hier in dem Haus zur Verfügung gestellt werden. Das hat Felix Wächter für uns sehr überzeugend gelöst. Er hat, wie wir finden, das Prinziparchiv sehr schön verstanden und eben in architektonische Sprache, in Bausprache umgesetzt. Das Bewahrende auf der einen Seite im Archivbereich, das sich Öffnende, das Präsentierende im öffentlichen Bereich und gleichzeitig mit dem Gestaltungselement, mit den Lamellen, mit denen er gearbeitet hat, mit den Bronzelamellen, hat er eben deutlich gemacht, dass es zum einen bewahren und beschützen kann, zum anderen aber eben auch öffnen kann, gleichzeitig aber sichern und vor zu viel Licht und vor zu viel Wärme und Einstrahlungen und Ähnlichem das Ganze schützen kann. Wir sind damit endlich nach dem Einsturz alle wieder an einem Ort unter einem Dach untergebracht. Wir haben hier die Möglichkeit, Ausstellungen zu machen im eigens dafür geschaffenen Raum. Wir haben im Lesesaal den Bereich, in dem eben alle BesucherInnen ihre Fragen stellen können, Archivgut zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben große Werkstätten, in denen das Archivgut nach dem Einsturz aufbereitet, aber auch vor weiteren Schäden geschützt werden kann. Neuübernahmen können für die Benutzung vorbereitet werden. In der Digitalisierung kann eben das Ganze entsprechend digitalisiert, also eingescannt werden und auch außerhalb des Archivs benutzt werden oder dann, wenn ein Schaden relativ groß ist oder eine Benutzung im Original schwierig ist, auch zunächst als Digitalisat vorgelegt werden und später dann im Original. Das heißt, wir haben in diesem Haus ja alles, was man sich als Archiv im Prinzip wünschen kann. Das Ganze in eine moderne, freundliche, offene und transparente Formensprache umgesetzt mit Baumaterialien, die für Nachhaltigkeit, aber auch für Langlebigkeit stehen, vom Sichtbeton über Holz bis eben zu dem Terrazzo-Fußboden und auch mit einer Formen- und Farbensprache, die eben auch die Zeit überleben wird und ja jeden einlädt, ins Haus zu kommen. Und so sind auch die Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer und der Besucherinnen und Besucher, dass sie gerne hier hinkommen und das Gefühl haben, hier ist etwas Wertiges für sie und für alle geschaffen worden.